Gregor, jetzt warte doch mal. Halt du dich aus meinem Leben raus. Du hast das alles in den falschen Hals bekommen. Das war doch nicht gönnerhaft gemeint. Auch wenn du es mir nicht glaubst, ich will einfach nur, dass es dir gut geht, okay? Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mit meiner Frau geschlafen hast. Jungs, was ist denn los? Sorry, ich hätte wohl besser meine Klappe gehalten. Ja, danke für die Einladung. Egal, was passiert ist, könnt ihr das nicht ehrlich mal vergessen? Angekommen. Aber deswegen müssen wir uns jetzt nicht gleich um den Hals fallen, oder? Ja, schon klar. Danke. Bis später. Er hat mir gesagt, er will nichts von ihr. Dann ist es doch passiert. Und ich habe es als letzter erfahren. Das muss total heftig gewesen sein. Jetzt kannst du wenigstens verstehen, warum er nicht unbedingt mein bester Freund ist. Ja, klar, total. Aber warum gehst du denn nicht einfach aus dem Weg? Ja, das versuche ich ja die meiste Zeit über, aber bei der netten Einladung konnte ich schlecht Nein sagen. Zählt das als Kompliment? Nein, ich wollte mich nur vollfressen. Solange du in meiner Nähe bist, um mich zurückzupfeifen, kann mir jetzt zum Glück nichts passieren. So langsam kapiere ich, warum du so drauf bist. Was? Wie bin ich denn drauf? Naja, am Anfang habe ich gedacht, du bist so ein oberflächlicher Macho. Dankeschön. Na komm, also, die Nummer, die du bei mir abgezogen hast, das war doch ziemlich bescheuert, oder? Aber jetzt kann ich es besser verstehen. Was denn? Dass ich ein oberflächlicher Macho bin? Nein, natürlich nicht. Nur so ticken Männer nun mal. Hör zu, dein Ego ist halt ramponiert. Ist ja klar, nach so einer Nummer. Da braucht man eben ein bisschen Selbstbestätigung. Nein, ich fand dich einfach nur attraktiv, ja? Sowas soll es geben im Leben. Dagegen habe ich ja nichts. Halt, stopp, du bist jetzt fertig. Pack dein Psychogelaber wieder ein. Warte, jetzt sei doch nicht sauer, ich wollte doch nur... Ich und mein ramponiertes Ego. Wir müssen jetzt leider gehen. Vielen Dank für den schönen Vormittag. Na super. Oh, bist du auch schon da? Ein Traum. Tja, nach dem Auftritt bei Rebecca's Brunch musste ich ja noch ein bisschen die Familienehre retten. Ja, aber Hut ab. Du hast die Gastgeberin auf jeden Fall beeindruckt. Ich könnte sie da einmal mit diesem Rebecca-Thema in Ruhe lassen. Ja, diese Frau interessiert mich nicht. Ja, das ist offensichtlich. Tja, und eigentlich schade. Eine Frau, die dir so viel durchgehen lässt, die findest du selten. Stimmt. Erst rennst du sie über den Haufen, dann spottest du ihr Handy. Das ist repariert. Dann schmeißt du sie samt Kamera ins Wasser. Mhm. Das war ein Unfall. Und als Krönung gehst du dann auf ihre Einstandsfeier auf Leonard los. Dann hat sie sich königlich bei euch ausgeheult? Ja, wir sind eben Männer, denen die Frauen vertrauen. Ach ja, dann haben wir noch ein bisschen getratscht und noch ein bisschen gelästert, hm? Rebecca war total fertig. Jetzt stell dich doch nicht so auf stur. Damit kommst du bei Rebecca nämlich auch nicht weiter. Hey Jungs, lasst mich in Ruhe, ich muss arbeiten. Musst du nicht. Ich übernehme deine Schicht. Vergiss es. Und du entschuldigst dich bei Rebecca. Nein. Ich sag dir warum. Diese Frau hat voll die Psychokiste rausgeholt. Ja, und darauf kann ich nun. Sicher? Die Wahrheit tut immer weh. Hey. Gregor, was soll das? Du fügelst dich seit Wochen durch irgendwelche Betten. Und das machst du nur, weil du nämlich sagst. Weil er sein Ego aufpolieren muss. Tja, manche Männer sind eben nötig. Mhm. Rebecca ist also nicht die Einzige, die das festgestellt hat. Trotzdem kein Grund, sie blöd anzumachen. Okay. Vielleicht habe ich ein bisschen über. Ein bisschen ist gut. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Los. Silbermond. Schön. Das passt zu dir. Ja, ist aber nicht ganz einfach. Aber du bist ja auch keine Anfängerin. Wir werden uns schon verstehen. Ja. Hey. Hey. Justus hat mir gesagt, dass du hier bist. Hi, Leonard. Hallo. Ja, ich lasse euch dann mal. Und viel Spaß mit Silbermond. Dankeschön. Hör mal, ich wollte mich entschuldigen wegen der Aktion heute Vormittag. Das war total bescheuert. Ist schon okay. Nein, es ist überhaupt nicht okay. Ich meine, du hast es nur gut gemeint und ich habe überreagiert. Ist echt schon vergessen. Trotzdem, wenn ich es irgendwie wieder gut machen kann. Ja. Also von Selbstmord war nicht die Rede. Ich dachte, du hast keinen Schiss vor Pferden. Hab ich auch nicht. Sie haben vier Beine, sie fressen Gras oder wahlweise Heu und kleine Mädchen schwärmen von ihnen. Große Mädchen auch. Du hast als kleiner Junge bestimmt von Feuerwehrautos, Baggern und Hubschraubern geträumt, hm?
Als Großer auch. Deswegen bin ich ja auch Hubschrauberpilot geworden. Und wie bist du dann in der Gastronomie? Gelandet. Genau. Ich hatte einen Unfall. Und seitdem ist es vorbei mit der Fliegerei. Oh, das war bestimmt hart. Ja, das war es. Aber ich habe eins aus der ganzen Sache gelernt. Dass man sich auf nichts verlassen kann in der Welt. Auf Maschinen nicht und auf Menschen auch nicht. Siehst du das nicht etwas zu pessimistisch? Nein, realistisch. Naja, man sollte sich nie von Dingen oder Menschen abhängig machen. Du liebst also deine Unabhängigkeit? Das hast du doch gemerkt, oder? Hab ich. Hey, du warst gar nicht so schlecht. Oh, vielen Dank. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Pferd das genauso sieht. Es sieht so aus, als ob ein Gewitter aufzieht. Das da hinten, das ist nicht für heute Abend hier. Ja, wer ist hier der ausgebildete Pilot, ha? Wetterprognosen, die habe ich im Blut, ich spüre sowas. Lass uns trotzdem lieber umdrehen. Nein, meine Strafe beginnt mir langsam Spaß zu machen. Warte bis morgen, da wirst du jeden Muskel im Körper spüren. Ja, das wird es mir wert sein. Du hast natürlich keinerlei Probleme, richtig? Ja, ich war schon mal besser in Form. Ich habe dich jetzt die meiste Zeit zwar nur von hinten gesehen, aber was ich da gesehen habe, das war schon gar nicht schlecht. Schleimer, echt. Na, immerhin hast du deinen Gaul im Griff gehabt. Klar, bisher habe ich noch jeden Hengst gebändigt. Habe ich das eben wirklich gesagt? Wie war das? Irren ist männlich. Okay, also die Dusche haben wir uns schon mal gespart. Steht hier aber der Wetlock. Aha, also daher die falsche Wetterprognose dann. Ich muss ja auch mal an mich denken. Hey, ich war noch nicht fertig. Gib her. Nein. Gib her, komm. Komm. Und ich dachte, du wolltest die Finger von mir lassen.